Die Apotheke vor Ort ist deshalb so wichtig, weil die unmittelbare Nähe zum Patienten besteht. Und diese Nähe, das ist nicht nur ein Schlagwort, sondern das ist tatsächlich so. Ich kann innerhalb von ein paar Minuten etwas regeln, auch wenn ich was zustelle, innerhalb von einer halben Stunde. Denken Sie nur an Schmerzmittel. Ist es so, dass ich also ein Schmerzmittel, wenn ein Patient dringend etwas braucht, das sofort ihm aushändigen kann? Und das wird immer so sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zeitspanne, die der Versandhandel jetzt braucht, wesentlich verkürzt werden kann. Die direkte Kenntnis des Patienten, dass man über die Befindlichkeiten des Patienten weiß, dass man seine persönlichen Lebensumstände kennt, dass ich mit in einen persönlichen Kontakt mit ihm treten kann und dass ich im Gespräch, im direkten Gespräch auch Dinge erfahren kann, die ich über ein Medium, sei es E-Mails, sei es WhatsApp oder wie auch immer diese sozialen Medien heißen, so nicht erreichen kann.